Und gehören Sie zu den Glücklichen, die wir abbekommen haben da von dem Zeug von da oben, dieses Nasse da, was da so gelegentlich vom Himmel fällt? Hier nicht. Dieser Garten ist ausgespart geblieben. Der ganz normale Selbstversorgerwahnsinn, Teil 41. Dranbleiben, wird wieder spannend. Nee, wie diese Aufnahmen jetzt hier entstanden sind, hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten, der ist der Spürgel auf meinem YouTube-Kanal. Wie die Aufnahmen entstanden sind, war es noch gar nicht so schlimm. In der nächsten Folge, da werde ich Ihnen die ganze Misere noch etwas deutlicher machen. Also jetzt können Sie sich noch entspannen und zurücklegen und mir beim Werkeln zugucken. In der nächsten Folge geht es dann richtig zur Sache. Lassen Sie sich da überraschen. Also, schauen Sie sich jetzt hier diese halbe Stunde Gedöns an, was ich hier so im Garten fabriziere. Lassen Sie sich gut unterhalten. Und tippen Sie mir was rein unten in die Kommentare, damit ich weiß, was Sie davon halten. Viel Spaß. Beginnen wir Folge 41 vom ganz normalen Selbstversorgerwahnsinn mit einem kurzen Blick auf die drei Reihen mit dem Paprika, drei verschiedene Dünger. Da gehen nämlich eine ganze Reihe Pflanzen einfach von ein. Ich weiß nicht warum, aber da bin ich ja bereite ich eine Serie darüber vor. Aber so einen kleinen Einblick kann ich Ihnen schon mal geben. Kommen Sie mal mit. Das sieht nicht nach einer schönen Paprikapflanze aus, was? Und die auch nicht. Und wenn wir da hinten rüber gehen, die gibt langsam den Geist auf. Die auch. Und da hinten ist noch eine. Die hat es schon hinter sich. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber nur gut. Es ging ja hier darum, zu testen, welcher Dünger der beste ist. Und weil ich jetzt wieder so trocken ist, kriegen die erstmal aufs Stativ mit dir eine Portion Wasser. Immer so bis 20 Zellen oder 30. Dann weiß ich, ich habe 4-5 Liter da drin. Dann sollte das ausreichen. Und so arbeite ich mich jetzt von einer Pflanze zur nächsten vor. Und wo ich schon einmal beim Gießen bin, kriegen die auch noch was. Da mache ich mir bequem für. Pepino, Yacon und anderen Beeren, sofern noch was drankommt. Das ist doch eine einfache Angelegenheit. Da kann ich unheimlich gut bei entspannen. Vier, fünf, 6, 17, 18, 19, 20. So, und das machen Sie jetzt mal mit den ganzen 700 Quadratmetern. Positionswechsel. Ich meine, nur um damit Sie das nicht vergessen, ich kämpfe immer noch gegen die Ackerwinde. Jeden Tag buddel ich die hier raus und jeden Tag sind wieder neue da. Nur damit Sie das nicht vergessen. Und kaum sehe ich die hier so wie hier, hier, geht es denen an den Kragen. So tief es eben geht. Und so sorgfältig es eben geht.
Und direkt auf den ersten Blick hier sehe ich schon wieder seit gestern 20, 30, mehr noch. Jetzt fange ich wieder an, 40 Stiche hier zu machen und versuche dieses Zeug loszuwerden. Das hat sich also schon zu einem persönlichen Kleinkrieg zwischen mir und diesen Pflanzen entwickelt. So, Sie vergessen das nicht. In der nächsten Folge dieser Serie falle ich Ihnen wieder damit auf die Nerven. Wissen Sie, was manchmal wirklich erstaunlich ist? Also in diesen ganzen Videos, die ich so produziere, Sie glauben gar nicht, was den Leuten alles auffällt. Der eine sieht einen ganz besonderen Chemtrail. Da läuft irgendwo ein Tier durch die Gegend. Also Sie glauben gar nicht, was mir alles schon erzählt worden ist. Ich habe irgendwo eine Zigarettenkippe, die Asche weggeschmissen. Irgendwo am ganz entfernt so ein leichtes Rauchwölklein. Du rauchst, das ist doch gesundheitsschädlich. Gut, aber über eine Sache, was ich normalerweise ja nicht tue, so mal mich da in einem Video drüber bedanken, aber hier werde ich das machen, weil da ist nämlich jemandem aufgefallen, dass an meiner Schubkarre die Henkel vermodert waren. Die werde ich jetzt drauf machen, die hat er mir zugeschickt. Vielen herzlichen Dank. Ja, normalerweise tue ich sowas im Video nicht. Weil das geht eigentlich keinem was an, ist auch völlig bedeutungslos für die Leute. Aber in diesem Falle mache ich da mal. Weil das hat mich echt gefreut. Jetzt kann ich endlich wieder vernünftig arbeiten. Was hat mich da gestört? Auf der einen Seite so ein Stummel und hier so ein Rohr. Super. Vielen Dank. Ich frage mich, warum mir diese Kultur hier in der Vergangenheit immer irgendwie durchgegangen ist. Ich weiß, habe ich Ihnen jetzt schon ein paar Mal gezeigt. Dieser Chinakohl, der ist ja längst überständig, also der müsste längst weg sein. Warum mir diese Kultur hier komplett durchgegangen ist, ich habe sie mal gehabt vor ewigen Zeiten, aber hier selbst die so schlecht aussehen da hinten. Innen drin ist immer noch reichlich was zu holen. Was wiegt der hier? 1,5 Kilo? Tolle Sache. Muss ich ins Programm mit aufnehmen. Einige hat es dann auch etwas härter getroffen, wie den hier. Oder den dort. Die sind dann nicht mehr zu verwenden. Aber selbst aus diesem hier, da ist innen drin noch gut was zu holen. Tolle Kultur. Müssen Sie probieren. Ich glaube, ich muss langsam mal die Trauben ein bisschen einpacken, bevor die Wespen noch mehr davon kaputt machen. Auch für so einen Rheinländer wie mich hier. Ich meine, da freut man sich doch. Auch wenn die Dinger völlig falsch geschnitten sind. Pepino-Pflanzen vom Garten-Gemüse-Kiosk. Also wachsen tun sie ja prima. Jetzt hoffe ich auch, dass da irgendwann mal was wie eine Frucht drankommt. Habe ich ja noch nie nennenswert angebaut. Ich hatte mal eine im Gewächshaus, die hat sich nicht bewährt. Aber hier Blüten habe ich jedenfalls. Und schön gesund sehen sie auch aus. Und weil ich gerade hier neben stehe, Tabak. Ich glaube, ich muss dringend ernten. Aber darüber wird es ja Videos geben. Was so alles in meinem Garten rumwächst, was? Ich glaube, ich muss hier bei den Bienen mal ein bisschen Ordnung schaffen. Diese Tage geschleudert. Komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das habe ich, die Honigernte haben wir wieder am helllichten Tag gemacht. Was ist das denn? So besser, hoffe ich. Jedenfalls haben wir die Honigernte am helllichten Tag gemacht. Bei Flugbetrieb, ich kann Ihnen sagen, das war wieder ein Palaver hier. Dann haben wir nur noch zugesehen, dass wir diese Honigräume da runter kriegten. Haben alles drauf liegen lassen, Absperrgitter. Bienenfluchten, alles liegt einfach noch drauf rum. Das werde ich jetzt erstmal ein bisschen in Ordnung schaffen hier.
Und dann noch mal gucken, wie schwer die sind. Und dann heißt es behandeln. So. Folie drauf. Deckel drauf. Und mal kurz wiegen. 16 und 16, 32, also das reicht noch für eine Zeit lang. Dann kann ich in aller Ruhe behandeln. Ähnlich. Gut, ich mach das mal und dann erzähle ich ihm was von der diesjährigen Honigernte. So, es herrscht wieder Ordnung. Alle Völker haben Deckel, alle Völker haben kein Absperrgitter mehr, keine Bienenfluchten mehr. Das war erstmal der erste Teil der Saison. Alle Völker haben noch für ein paar, was weiß ich, 2 Wochen. Also ist noch Futter drin. Jetzt geht's an die Behandlung gegen Varroamilben. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte Ihnen jetzt noch was über diese ganze Honiggeschichte erzählen. Ich habe 170 Kilo Sommerhonig geerntet. Das macht insgesamt mit den 140 Kilo vom Vorjahr 310 Kilo. Ein absolutes Spitzenergebnis, zumindest für mich. Rechnen Sie das um. Ich habe mit 10 Völkern angefangen. Das sind 31 Kilo pro Volk. Ohne dass ich irgendwas getan habe. Keine Schwarmverhinderung. Nur die allernötigsten Sachen. Ich habe sie machen lassen. Ist doch eigentlich kein schlechtes Ergebnis, 31 Kilo. Ich habe also gehört, da sind andere, die mussten im Sommer sogar zufüttern. Da war gar nichts zu holen. Also das ist also sehr unterschiedlich. Der Ertrag lag sehr hoch, weil ich bei einigen Völkern ja den zweiten Honigraum draufgesetzt habe, weil ich in den letzten Jahren nicht gemacht habe, weil der eigentlich nicht voll wurde. Aber es war eben noch so viel drin, dass es sich noch rentierte. Nicht bei allen Völkern. Es waren also einige dabei, die haben im Frühjahr enorm viel gebracht. Dafür haben sie keinerlei Honig im Sommer gebracht. Dann hatten wir welche, die hatten im Frühjahr sehr wenig. Da war der Sommerhonig voll. Das hängt davon ab, wann die schwärmen. Ein Volk, was sehr früh im Jahr abschwärmt, hat keine Bienen, um Frühjahrshonig zu sammeln. Und ein Volk, was spät abschwärmt, hat keine Bienen, um Sommerhonig zu sammeln. Ein Volk, habe ich Ihnen erzählt in den vergangenen Videos, da war im Frühjahr schon keine Biene im Honigraum. Da war auch im Sommer keine Biene im Honigraum. Also die 17 Stück, die darin rumgeturnt sind, das war nichts. Das Volk hat also keinen Grümmel Honig erbracht. Ich habe es laufen lassen. Wahrscheinlich hätte es anders ausgesehen, wenn ich irgendeine Wabe nach oben gehängt. Aber ich wollte ja mal sehen, was passiert, wenn man es einfach laufen lässt. Also vollkommen nutzlos habe ich dieses Volk jetzt durchgefüttert. Irgendwer muss mir mal erzählen, wie ich ein Volk loswerde, wenn ich das nicht mehr will. Was mache ich damit? Also diese ganze Umweiselei mit anderen Königen, das ist mir zu kompliziert, weil die Königinnen sind nicht gekennzeichnet. Die finde ich nicht. Also ich gebe mich da nicht 3 Stunden an Suchen nach einer Königin, selbst wenn ich eine Ersatzkönigin hätte. Dann war noch eine spezielle Angelegenheit. In dem Schwarm, in dem einen von beiden Schwärmen, der eine ist ja eingegangen, war die Königin weg, war die Königin im Honigraum. Da war Brut im Honigraum. Ich weiß nicht, verdammt nochmal, wie die da hingekommen ist. Ich meine, ich habe den Schwarm ja da reingetan, nachher die Bienen runtergetrieben, Absperrgitter drauf und Honigraum drauf. Also die muss irgendwie durch dieses Absperrgitter durchgekommen sein. Und dann haben wir das geerntet, den Honig. Und irgendwie bei der dritten Wabe fiel uns auf, und das ist ja voller Brut drauf. Da hat man aber schon eine Zeit einen ganzen Teil davon abgekehrt. Weil, wie gesagt, war tagsüber. Bin mal gespannt, ob da jetzt noch eine Königin drin ist oder ob wir die einfach irgendwo in die Wiese gekehrt haben. Das kann passieren. Wer ahnt schon, in den ganzen 10 Jahren habe ich noch nicht einmal gehabt, dass eine Königin im Honigraum war. Aber in diesem. So, deswegen sage ich,
Bienen, da haben sie immer irgendein Kokolores mit. Also die tun nie das, was die in dem Kursus gesagt haben. Ich weiß, die Profis schaffen wesentlich mehr. Da gehen auch schon mal 60 Kilo pro Volk durch. Aber jetzt mal im Ernst, lassen Sie mich mal unten in den Kommentaren wissen. 31 Kilo bei meiner Art der Imkerei, also ohne Schwarmverhinderung. Gutes Ergebnis oder schlechtes Ergebnis? Da wollte ich noch auf eine Sache eingehen. Da hat mir letztens jemand geschrieben, es wäre verantwortungslos, die Bienen einfach schwärmen zu lassen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen das schon mal erklärt habe, was ich von diesen Aussagen halte. Ich glaube nicht. Dann möchte ich darauf mal so antworten. Verantwortungslos, das ist meine reine persönliche Meinung, verantwortungslos sind diejenigen gewesen, die die Varroa-Milbe hier eingeschleppt haben. Egal wer es war, der meinte, er müsste wieder irgendwie noch mehr Ertrag haben und noch mehr und dann mit diesen asiatischen Bienen romantiert haben. Wenn es irgendjemanden gibt, der verantwortungslos war, dann sind die Leute das gewesen und das sind die Fachleute gewesen, nicht Hobbyimker wie ich. Was ich tue, ist das, was die Bienen normalerweise auch tun. Sie leben, schwärmen und gründen neue Völker. Gut, jetzt könnten Sie natürlich sagen, ja, die irgendwo in der Pampa rumsitzen, das sind ja nur Varroa-Schleudern. Richtig. Behandeln müssen Sie so oder so. Mit wilden Bienenschwärmen oder ohne. Behandeln müssen Sie sowieso. Und wer das vernünftig macht, oder zumindest sich die Mühe gibt, kann immer was schief gehen. Wer sich die Mühe gibt, dann sollte das auch funktionieren. Und weiter mit meiner ganz persönlichen Meinung. Ich meine, diese ganze Behandlungsgeschichte, egal mit welcher organischen Säure man das macht, es wird der Tag kommen, wo es irgendwelche Milben schaffen, damit fertig zu werden. Und dann ist ganz nämlich zappenduster. Ja? Wenn die Säure nicht mehr wirken, dann stehen wir dumm da. Wäre es da nicht sinnvoll, die Völker schwärmen zu lassen? Vielleicht hat ja irgendwann da draußen ein Volk den Dreh raus, wie man mit diesen Viechern zurechtkommt. Weil, wie gesagt, wenn sie Honig haben wollen, müssen sie sowieso behandeln. Da kommen sie erstmal nicht drüber hinweg. Aber wenn da irgendwann mal sich ein Volk durchsetzt, was damit durchkommt, dann ist uns allen geholfen. Ja, ich weiß, irgendwo in Schweden wird das auch so schon versucht, mit wenig Erfolg. Das ist die einzige Alternative, die wir haben. Weil alles andere wird sich irgendwann, werden die Milben sich an diese Säuren gewöhnen. Das ist nun mal so. Das ist wie bei jedem Insektizid, bei jedem Pestizid so. Das ist der Lauf der Dinge. Also ich denke mal, ist meine persönliche Meinung. Ich bin nicht verantwortungslos. Und das ist auch keine Rechtfertigung. Es ist nur eine Erklärung. So, noch eine kurze Erklärung. Wahrscheinlich wird es dieses Jahr wieder Sommerhonig zum Kaufen geben. Bitte nicht fragen. Irgendwann, wenn es denn soweit ist, mache ich ein Video dazu oder einen Instagram-Post oder übrigens Instagram, Facebook und dergleichen. Da finden Sie mich auch. Da ist das, dann wird das angekündigt und dann können Sie wieder Honig bestellen. So, geschafft. Dann esse ich mir noch ein Äpfelchen. Jedes Mal, wenn ich von den Bienen komme. Da brauche ich meinen Kaffee und irgendwas in den Magen, damit ich wieder gerade denken kann. Zweiter Versuch. Guck mal, wie der Zuckermais aussieht. Das ist immer eine Sache, die esse ich gerne. Sehr schnell zu machen. Einfach ins Wasser werfen mit ein bisschen Zucker. Sieht gut aus, was? Und der hat sogar zwei Kolben. Das ist äußerst selten. Oder zumindest selten, dass beide noch irgendwas dran haben. Der zweite ist dann meistens nicht so komplett wie der. Jetzt gehe ich eine Schüssel holen, damit geerntet. Über Zuckermais habe ich übrigens auch schon mal ein Video gemacht. Oben in der Infobox. Nicht wie man ihn anbaut, aber habe ich verschiedene Sorten verglichen.
geh ab. Tja. Also bei diesem Mais hier hat sich diese Stroh unten doch ganz gut bewährt. Denke ich mal. So, jetzt müssen wir die nur noch alle ihres Kleides entledigen. Aber nicht hier draußen in der prallen Sonne, sondern unten am Hof. Bin sehr zufrieden damit. Hat sich sehr gut bewährt. Erstmal einen Kaffee machen. Eine meiner Lieblingskulturen. Eigentlich sehr, sehr sicher im Anbau. Die einzigen paar, wenn da so Pflanzen dabei sind, die nicht, die ein bisschen stocken, die ein bisschen hinterherhinken oder dergleichen, dann sind das etwas kleinere Kolben oder welche, die nicht ganz so süß sind. Aber gut. Und den Rest hier, so einfach. Einfach in eine Tüte und wenn es schnell gehen muss, ein paar davon rausgenommen, in Wasser. Schmeckt köstlich. Knoblauchernte angesagt. Das ist jetzt so die Zeit, wo es Schlag auf Schlag geht. Da irgendwo zwischen den Ringelblumen sind sie, habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Ich denke mal, es ist Zeit dafür. Ja, Knoblauch. Wieder eine Sache, die ich an die Kinder delegiere, weil die haben sie in die Erde gesteckt. Sie werden sie auch ernten. Aber ich zeige sie Ihnen gleich noch. Das Ergebnis. Ich würde sagen, ein klein wenig größer als die im Gewächshaus. Aber ausreichend, was? Freue ich mich immer. Jetzt gehen wir mal zu den Freilandtomaten. Seit die Sommer so heiß und trocken sind, klappt das auch mit den Freilandtomaten. Also zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich jetzt mal wirklich eine Woche nass wäre, wären sie hinüber. Aber so, ich bin zufrieden. Die müssen jetzt nur noch reif werden. So wie die hier. Also da kann man sich doch wahrlich nicht beklagen, was? Und dabei habe ich an diesen Dingern nichts, aber auch rein gar nichts getan. Außer anbinden und ab und zu mal einen Geiztrieb ausbrechen. Aber die haben kein Wasser bekommen, keinen Dünger bekommen. Das habe ich im letzten Jahr ausgetestet. Da werde ich Ihnen irgendwann mal noch ein Video zu zeigen. Warten wir noch mal was. Die sieht noch gut aus. Da unten. Ich kann auch mitnehmen. Ansehnlich. Ist das keine Pracht. Gucken Sie sich das an. So muss ein Garten aussehen. Und weil ich irgendwann, vor 2 Jahren, habe ich mal in großem Stil rote Beete aussamen lassen. Die Videos dafür kommen irgendwann noch. Überall, wo die runtergefallen sind, mal Samen, jede Menge, ernte ich jetzt rote Beete, ohne dass ich die je gepflanzt habe. Wenn sie etwas mehr Sonne bekommen haben, sind sie auch etwas größer. Nichts für getan. Was alles so zusammenkommt an einem kleinen mittäglichen Ernterundgang, was?
Und zwischendurch ein paar Paprika ernten. Wir sind zwar schon eine ganze Zeit lang dran, aber jetzt habe ich mal einen Haufen, der zusammengekommen ist. Das sind alles Pflanzen hier, die nicht so gut durchgewachsen sind. Habe ich ja schon mal erzählt, wenn die stocken. Das ist nicht so das Wahre. Aber ein bisschen war das immer zu ernten. Ne? Mit der Kamera in der Hand geht das schlecht. Die ist angefressen, kann man direkt entfernen. Und noch eine. Komm schon. Ein bisschen was ist zusammengekommen. Aber die richtig großen, die richtig dicken Paprika, die kommen erst noch. Ah, die könnte man fast nehmen hier. Aber derer gibt es noch eine ganze Reihe anderer. Ich glaube, ich muss mal bald wieder Wasser geben. Ist alles sehr, sehr trocken hier. Damit die Wespen nicht wieder schneller sind. Jetzt habe ich sie eingepackt. Eine Pflanze trägt gar keine, die anderen drei ein paar. Aber nur gut, die sind ja auch noch jung. In wenigen Jahren wird das ganze Spiel anders aussehen. Hoffentlich. Gleiches Spiel wie im letzten Jahr. Pralle Sonne da drauf, wieder einen ganzen Haufen Tomaten hier im Freiland. Verbrannt. Da und da und da und da und alles, was irgendwie der Sonne ausgesetzt war, ist verbrannt. Und wer weiß, wie viele noch folgen werden. Also das ist jetzt eine, bei der man schon sieht, bei der auch, aber ich bin sicher, da werden noch viele folgen. Meine Herren. Schauen wir mal, was aus meinen Hokkaido-Kürbissen wird. Die habe ich ja nur hingepflanzt. Ganz am Anfang mal ein bisschen gegossen, danach nicht mehr. Mal sehen, wie viele da dranhängen. Was sehe ich denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, über 20. Das halte ich mal für sehr positiv. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Die Schule läuft wieder. Zweiter Schultag heute. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis die Kinder wieder zu Hause sind. Weil wieder irgendein Corona-Gedönse da in der Schule aufgetaucht ist. 5 Monate Corona-Gedönse. 5 Monate habe ich die Kinder hier rumspringen gehabt. Meterhohes Unkraut hier. Melden. Ich kann es Ihnen sagen. Aber auch dazu erzähle ich Ihnen im nächsten Video mehr. Abonnieren, Like-Button drücken, Ihren nächsten Amazon-Einkauf. Wer nicht über einen meiner Links da unten. Würde mich freuen. Da kann ich einen Babysitter anstellen. In diesem Sinne. Bis dann. Tschüss.